Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Heute geht es mal um ein etwas einfacheres Thema und um eine schnelle und sichere Beantwortung. Ich habe von einem Kunden von mir eine Anfrage bekommen, wie wir das hier im Thunderbird wieder wegbekommen, die sogenannte Nachrichten-ID. Es gibt da noch eine zweite Zeile, die könnte manchmal auch mit auftauchen. Das ist die sogenannte Referenz-ID, dann hier unten der User-Agent und dann hier die Delivered-to-E-Mail-Adresse. Das sind alles Header-Angaben von der E-Mail. Und ja, ich habe das selber im Thunderbird noch nie gesehen, dass es das überhaupt so angezeigt gibt und habe mich da ein bisschen belesen. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, wie wir das wieder ausblenden. Wenn wir hier im Thunderbird angemeldet sind oder beziehungsweise wir den Thunderbird offen haben, drücken wir auf der Tastatur einfach die F10-Taste. Da bekommen wir hier oben die ganz normale Leiste angezeigt mit Datei bearbeiten Ansicht. Und da gehen wir hier auf Ansicht, dann auf Kopfzeile und dann hier auf Normal und schon verschwindet das wieder. Und damit ist die E-Mail wieder im Normalzustand dargestellt. Ja, das war's dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Hey, vielen Dank, dass du dir das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachte doch noch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diese Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt's hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT.